Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zum Thema Überschlagsrechnung. Gleichzeitig wiederholen wir mit diesen Beispielen die Prozentrechnung. Wie führt man eine Überschlagsrechnung aus? Indem man günstig rundet. Sehen wir uns die vier Beispiele der Reihe nach an. Beispiel A, 4,1% von 198,83 sind zu berechnen. Sowohl die Prozentangabe als auch den Grundwert werde ich runden. Und zwar meine 4% ersetzen 4,1% und statt 198, irgendetwas runde ich auf 200. Der Vorteil ist, dass ich nun die 4% dadurch berechnen kann, dass ich zuerst 1% und dann das Vierfache davon berechne. 200 durch 100 ist 2, mal 4 ist 8. Wir sind also ungefähr bei 8 als Ergebnis, was wir hier sehen. Beispiel B. Wir haben 25,81% von 158,32 zu berechnen. Dazu werde ich natürlich nicht auf 26% aufrunden, sondern auf 25% abrunden. Und um das auszugleichen, werde ich den Grundwert entsprechend erhöhen. Das bietet sich in dem Fall direkt an, denn 158,32 kann man schön auf 160 aufrunden. 25% ist aber nichts anderes als ein Viertel von 160. Ein Viertel von 160 ist 40, was man wiederum direkt im Kopf berechnen kann. Beispiel C. 33,59% von 908,11. Man könnte theoretisch jetzt auf 30% abrunden. Das würde aber völlig übersehen, dass wir bei 33,59% in der Nähe von einem Drittel, von 33,3 periodisch sind. Wir können uns also auf ein Drittel von unserem Grundwert beschränken. Der Grundwert, den werde ich natürlich jetzt intelligent runden. 908 ist ungefähr 900, sodass sich ein Drittel leicht berechnen lässt. 900 durch 3 ist 300. Und diese 300 sehen wir hier. Schließlich Beispiel Dora. 78,2% von 51,34. Auch hier werde ich wieder einen Ausgleich vornehmen. Die 78% runde ich auf 80%. Dafür runde ich den Grundwert ab auf 50. Also 50 durch 100 mal 80 oder 50 durch 10 mal 8 oder noch einfacher 4 Fünftel von 50. Also 50 durch 5 ist 10 mal 4 ist 40 und diese 40 sehen wir hier im Ergebnis. Und damit ist das Beispiel auch schon gelöst.